Und ich begrüße sehr herzlich Henriette Reker, parteilose Oberbürgermeisterin der Stadt Köln. Frau Reker, in Köln gibt es Stadtteile, in denen die 7-Tage-Inzidenz bei 500 bis 600 liegt, also weit über dem Landesschnitt. Und ab heute sollen mobile Teams in insgesamt 15 sogenannten vulnerablen Sozialraumgebieten impfen. Sie würden gern 700 Impfungen pro Tag verabreichen. Das Land NRW will in der ersten Woche aber nur 1000 zusätzliche Impfdosen zur Verfügung stellen. Das heißt, Ihr Vorhaben wird vom NRW-Gesundheitsminister Laumann nicht in vollem Umfang unterstützt? Also ich finde es wichtig, dass wir jetzt beginnen, dort, wo die Menschen einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt sind in dieser dritten Welle. Das ist mir ganz wichtig. Das war nicht von Beginn der Pandemie an so. Da waren es andere Stadtteile, zu impfen. Und auch die Möglichkeit zu haben, sie in der Priorisierung vorzuziehen. Das Land hat zunächst tatsächlich 1000 Impfdosen angekündigt. Aber ich glaube, dass wenn wir wirklich angefangen haben, und wir beginnen ja heute erst, dass wir dann mehr brauchen und das dem Land auch sehr deutlich machen können und dann weiterhin unterstützt werden. Denn im Land ist ganz klar, was das für die Stadt bedeutet, dass eben Infektionsherde in bestimmten Stadtteilen sind, die sozial benachteiligt sind. In diesen sozial benachteiligten Stadtteilen gibt es ein hohes Infektionsgeschehen, das haben Sie gesagt. Dazu, die Gründe hierfür sind teilweise sehr beengte Wohnverhältnisse, aber auch eine schlechte medizinische Infrastruktur. Es gibt aber auch bei einigen Menschen eine gewisse Skepsis gegenüber Impfungen und dem Virus allgemein. Was machen Sie denn, wenn sich die Menschen vor Ort überhaupt nicht impfen lassen wollen? Also haben Sie neben Impfpersonal auch Übersetzer, Sozialarbeiter vor Ort, die erklären und vermitteln können? Ja, Sie haben es schon richtig eingeschätzt. Natürlich ist es ganz wichtig, die Menschen dort aufzuklären darüber, dass der Impfstoff sicher ist. Wir werden auch Moderna und dann auch Johnson & Johnson verimpfen, um die größtmögliche Sicherheit schon vorab zu geben und durch muttersprachliche Unterstützung und auch durch Menschen, die das Vertrauen genießen, hoffen wir, dass wir da eine große Einsichtsfähigkeit erzeugen können. Wir werden sicherlich die Letzte und den Letzten nicht davon überzeugen können. Aber das ist nicht nur in diesen Stadtteilen der Fall. Sie wissen ja, dass es auch immer noch Menschen gibt, die gegen die Impfungen an sich ein Ressentiment haben. Johnson & Johnson als Impfstoff, weil hier eben eine einmalige Gabe, eine einmalige Dosis zur Immunisierung reicht und die Menschen nicht zweimal geimpft werden müssen. Frau Reker, jetzt gibt es aber auch immer noch besondere oder besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen, die auch noch auf ihre Impfung warten, außerhalb dieser Gebiete. Schaffen Sie mit diesem Projekt der priorisierten Impfung nicht ein Gerechtigkeitsproblem? Denn de facto hebeln Sie ja die Impfreihenfolge damit aus. Nein, wir hebeln die Impfreihenfolge eben nicht aus. Es ist uns gelungen, für diese Menschen in den Sozialräumen eine Priorisierung auf die Gruppe 3 vorzuziehen. Und die Gruppe 3 ist jetzt dran. Und da wir mit gesondertem Impfstoff impfen, entgeht hier niemandem eine Impfung, die er sonst bekommen hätte. Also es ist auch so, dass es eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr ist. Das heißt, wenn die Menschen aus den Stadtteilen, die etwas wirklich infektiöser sind als andere, geimpft werden, dann nützt es uns alle, weil die können uns alle nicht mehr anstecken. Ja, jetzt gibt es trotzdem kritische Stimmen zu dieser Aktion. Die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen, Ayla Çelek zum Beispiel, sagt, wenn man jetzt Menschen aus sozial benachteiligten Wohnvierteln bevorzugt impft, dann stigmatisiere man diese zusätzlich. Das glaube ich nicht, weil wir ihnen ein zusätzliches Angebot machen. Und durch ein zusätzliches Angebot kann man niemanden stigmatisieren. Ich denke, das wird diskutiert werden. Das ist auch richtig. Wie jede Maßnahme diskutiert werden wird, wird sie Befürworter und auch Gegner. Frau Reker, jetzt könnte es ja bald so sein, dass Geimpfte und Genesene von einschränkenden Maßnahmen ausgenommen werden. In ganz vielen Bundesländern, fast allen, ich glaube mit Ausnahme Hamburg, ist das ab heute auch schon so, bevor es eine bundeseinheitliche Regelung gibt. Könnte hier mit Blick auf soziale Ungleichheit die Situation entstehen,
Freiheit für Besserverdiener und Ausgangssperren für die sozial Schwachen? Ja, das ist ja eben gerade hier nicht der Fall, weil hier werden ja die sozial Schwächeren geimpft. Aber ich glaube, auch diese Diskussion wird sich verlaufen dadurch, dass mehr Menschen in Zukunft geimpft sind und dass auch die Geimpften und die Genesenen ja eine gewisse Frist haben. Das heißt, die werden ja nicht automatisch sofort nach der ersten Impfung können sie sich frei bewegen. Das ist ein Grundrechtsproblem und Grundrechte hat man, die bekommt man nicht zurück, sondern die kann man einschränken. Und sobald die Einschränkung nicht mehr verfassungswidrig ist, hat man das Grundrecht wieder. Das heißt, man kann sich wieder frei bewegen. Allerdings gibt es kein Grundrecht, ein Restaurant zu besuchen oder ein Café oder ein Konzert. So weit geht es eben nicht, sondern es bezieht sich auf die persönliche Freiheit. Jetzt waren es an diesem Punkt eigentlich wieder mal die Intensivmediziner, die Länder und Kommunen dazu aufgerufen haben, möglichst rasch viele Menschen in sozial benachteiligten Stadtteilen zu impfen, um auch die Krankenhäuser zu entlasten. Warum hat die Politik dieses Problem bislang so ausgeklammert in der Corona-Debatte? Ich denke, die Politik hat das gar nicht ausgeklammert und uns ist das auch schon seit Wochen bekannt, dass in dieser dritten Welle die Sozialraumgebiete besonders betroffen sind. Aber auch Politik und auch die Kommunen, die ja die Arbeit vor Ort machen, können eben nicht alles gleichzeitig machen. Bisher war noch nicht genug Impfstoff da. Das ändert sich jetzt. Und dann wird man schrittweise das anpassen und ich hoffe sehr, dass wir in wenigen Wochen, in wenigen, vielleicht in 2 Monaten eine Durchimpfung erreicht haben, die uns dann wirklich unsere Freiheiten zurückgibt. Vielen Dank, Frau Reker, für dieses Gespräch. Sehr gerne.